Deutschland ist ein Land der Glücksspieler und auch Spielerinnen, wobei doch wesentlich mehr Männer dieser Sucht verfallen. Und während man früher noch die ein oder andere Hürde überwinden musste, um seiner Spielsucht nachzugehen, also zur Spielothek laufen, sich eine Hose anziehen, ja, egal in welcher Reihenfolge, so Sachen eben, wird heute zunehmend online gezockt. Das ganze Glücksspielgeschäft bringt den Anbietern unfassbar viel Kohle. Es geht um sehr viel Geld. 13 Milliarden im Jahr verlieren Bundesbürger beim Glücksspiel. Ein gigantischer Markt. 13 Milliarden pro Jahr für den Gulli. Oder wie Andreas Scheuer rechnen würde, 26 Mautverträge, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Online-Casinos fördern diese Spielsucht natürlich enorm, weil sie immer verfügbar sind. Deswegen waren sie bis vor kurzem auch weitestgehend illegal. Weil aber trotzdem alle online gezockt haben, haben die Landesregierung die Casinos nun mit einem neuen Staatsvertrag legalisiert. Und man kann sich denken, welche Gründe dahinter stecken. Wir treffen uns mit dem Glücksspielexperten der Regierungspartei SPD, Rüdiger Erben. Das ist ja ein Milliardenbusiness. Alleine Sportwetten 9 Milliarden Euro Umsatz 2019. Ist da die Politik vor der Lobby auch eingeknickt? Also ich würde das schon so sehen, weil in keinem anderen Bereich ergibt man sich einfach der Illegalität und sagt, okay, war bisher illegal, wir haben es nicht hinbekommen, da legalisieren wir es eben. Ja, weil der Regierung kein Mittel eingefallen ist gegen kriminelle Online-Casinos, sind sie legal geworden. Also würde man sagen, ja, hier rasen immer alle mit 150 Sachen durch die Spielstraße, dann ist es halt jetzt eine Autobahn. Der neue Glücksspielstaatsvertrag gilt seit 1. Juli und damit will der Staat bundesweit das Spielen regulieren, indem er es erlaubt. Unter anderem sollen alle Online-Casinos Konzessionen in Deutschland beantragen und die Spielenden dürfen pro Monat nur maximal 1.000 Euro verspielen. Ist die Grenze. Tolle Sache. Vor allem für Spielsüchtige, die 1.200 Euro im Monat verdienen. Um zu überprüfen, ob die Online-Casinos die Vorgaben auch einhalten, gibt es eine staatliche Regulierungsstelle, die aber erst 2023 voll arbeitsfähig sein soll. Finde ich gut. Ja? Warum nicht? Steuerhinterziehung ist verboten. Ab 2023 kontrollieren wir das auch. Und jetzt sind wir gespannt auf eure Steuererklärung. Können wir auch mal ausprobieren. Dabei ist Spielsucht wirklich gefährlich und funktioniert im Körper genau wie Drogenabhängigkeit. Obwohl kein Suchtmittel von außen zugeführt wird, ist der Prozess derselbe. Das Belohnungszentrum im Gehirn wird angesprochen, Dopamin ausgeschüttet. Und ganz tief in uns drin, da ist wahrscheinlich auch immer dieser Traum, mit einem Mal sehr reich zu werden, ohne groß dafür was zu tun oder was zu können. Und da gibt es sonst eben nur zwei Wege, Erben oder Immobilienmakler. Mit Glücksspiel funktioniert das nicht, auch wenn viele die Hoffnung haben, dass es so ist, aber das funktioniert nur mit Glücksspiel, wenn man auf der anderen Seite sitzt. Ist klar. Wenn man verdient an den Menschen, die man in den Ruin treibt. Dann geht es als Anbieter oder als Influencer. Ja, als Glücksspiel-Streamer, der andere Menschen anfixt. Es gibt vorrangig diese Vergütungsart, dass an den Verlusten der Spieler wird der Empfehler beteiligt. Das heißt, wenn jetzt ein Spieler kommt, er meldet sich über meinen Empfehlungslink an, spielt oder verliert 10 Euro, dann bekomme ich im Schnitt, je nach Deal, den ich eingegangen bin, zwischen 45% oder 50%. Wenn jemand längerfristig spielt, mehr Geld einzahlt und mehr Geld verliert, verdiene ich natürlich mehr. Klar, definitiv. Es gibt doch erstaunlich viele Arten, an der Sucht anderer Menschen zu verdienen. Eine unsympathischer als die andere. Und es kommen immer neue dazu. Im Moment wächst ja vor allem der Markt der Sportwetten. Es wird auch sehr aggressiv geworben für Sportwetten. Es gibt Live-Wetten während des Spiels. Plötzlich ne, zack, Einblendungen. Wer hat den nächsten Einwurf? Jetzt wetten, rot oder blau. Und man kann auf alle möglichen Sportarten wetten. Man kann im Prinzip auf alles wetten, was sich bewegt. In England auf Pferde, in Arabien auf Kamele, in Irland auf Hunde, in Schalke auf Gurken. Und man kann das jetzt alles ganz legal machen. Bei Online-Sportwetten kann jetzt ganz legal auf all das getippt werden. Dass es legal ist, heißt aber nicht, dass alles immer mit rechten Dingen zugeht. In der Ukraine, in Russland und in dieser Woche auch in Armenien geht es dabei um sogenannte Ghost-Matches. Sie werden als unterklassige Partien auf dem Wettmarkt angeboten, sind aber in Wirklichkeit keine echten Spiele. Es sind Partien, die offiziell angesetzt sind, doch nur von gekauften Akteuren oder sogar Schauspielern gespielt werden oder tatsächlich nur auf dem Papier stattfinden. Da kann man auf Spiele tippen, die es gar nicht gibt. Oder die von Schauspielern gespielt werden. Schauspieler als Fußballer. Naja, bei Neymars Schwalben hatte ich schon häufiger das Gefühl.
Woran merkt man, dass ein Fußballspiel echt ist, dass es keine Schauspieler sind? Ich denke, skeptisch sollte man werden, wenn sich die Spieler nach 90 Minuten verbeugen und dann noch eine Zugabe geben. Oder wenn sie bei der Auswechslung sagen, ich kann so nicht arbeiten. Oder natürlich, wenn sie im Strafraum nackt in Schweineblut baden, dann hat man den falschen Regisseur erwischt. Das neue Gesetz soll vor allem junge Menschen vom Spielen abhalten. Und wie könnte das besser klappen, als wenn man es erstmal offiziell erlaubt? Mit allem drum und dran. Mit Werbung, aggressiver Werbung, im Netz, im Fernsehen. Es gibt überall Werbung für Online-Wetten, ja, mit Stars, mit Ex-Bundesliga-Fußballern, Bwin hier, Tipico da, Interwetten, Betway, OZ und wie die alle heißen. Viele Vereine werben ganz offiziell für Sportwetten. Der FC Bayern München zum Beispiel oder Einsatz Frankfurt, TSG Zockenheim auch oder Wetten Bremen. Sehr viel Begeisterung für diese ehemals illegalen Casinos zeigt auch die Bild-Zeitung, die immer wieder auffallend enthusiastisch und werbend über diese tollen Spielmöglichkeiten berichtet. Es gibt auch Wetttipps auf Bild von Experten. Das ist auch insofern pikant, als die Bild inzwischen selbst Sportwetten anbietet und damit tüchtig abkassiert. Da kann man schon mal fragen, ist das mit Journalismus zu vereinbaren? Die Antwort ist natürlich nein, aber die Bild gilt ja sowieso nicht als Journalismus, eher als Hygieneartikel. Da hält man sich doch lieber an kritische Berichterstattung hier im Ersten. Zumindest bis die Sportschau kommt. Denn die wird ab der neuen Saison präsentiert von Tipico. Ja, Sie haben richtig gehört. Die ARD-Sportschau wird ab der kommenden Bundesliga-Saison von der Glücksspielfirma Tipico gesponsert. Kann man machen. Als öffentlich-rechtliche Sportsendung kann man machen. Wenn einem Integrität und Glaubwürdigkeit vollkommen egal sind. Hier ist unser Song der Woche von Dennis Gaub und Jesko Friedrich. 13 Milliarden im Jahr verlieren Bundesbürger beim Glücksspiel. Kaum eine andere Sucht führt so schnell in den Ruin. Keine andere hat so hohe Selbstmordraten. Sportwetten machen's möglich. Alle tippen wie verrückt und werden damit reich und glücklich. Das war jetzt ein Witz, ne? Ja, Olli. Sie müllen dich mit Werbung zu. Doch wer gewinnt, das bist nicht du. Die Wettanbieter melken dich wie eine Kuh. Und auch die Werbefressen hier bereichern sich an dir. Klar. Und wirst du süchtig, ist das nicht ihr Bier? Du musst nur noch kurz um Geld wetten und ordentlich investieren. Noch 148 Tipps checken und nach dein letztes Hemd verlieren. Ein Prost auf Tipico. Spielsucht ist zwar voll fatal, der Sportschau ist das scheißegal, solange die Sponsoren Gelder zahlen. Du musst nur noch kurz um Geld wetten und ordentlich investieren. Noch 148.713 Tipps checken und nach dein letztes Hemd verlieren. Wenn nur wer mitspielt, ist mittendrin. Eine Zuschauerin klickte hier, um mehr von Extra 3 zu sehen. Das Ergebnis verschlug ihr den Atem. Ein Zuschauer hat den Extra 3-Kanal abonniert. Bei Sendung 4 musste er weinen. Eine Zuschauerin aktivierte die Glocke, um nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Was dann geschah, veränderte ihr Leben.